gehen wir eigentlich? Wir sind gleich da, Mädels. Also hier war ich echt noch nie. Autsch! Oh, tut mir leid. Sind wir bald da? Da? Wo denn? Was? Ich weiß ja noch nicht mal, was wir hier machen. Hier wären wir. Und was soll das jetzt sein? Ich habe überhaupt keinen Plan. Was ist das für ein Ding? Lieber Schönheitsfleckenclub, willkommen in eurem neuen Clubhaus. Bedankt euch nicht gleich alle auf einmal. Das war mal mein Clubhaus, da war ich so alt wie ihr. Natürlich wurde es eine Zeit lang nicht genutzt, aber immerhin, es steht leer und ist auf dem Gelände der Plantage. Und es gehört euch. Es braucht vielleicht ein wenig Zuwendung. Bedeutet Zuwendung in diesem Fall abreißen oder neu aufbauen? Applejack, du meinst wirklich, diese Bretterruine soll unser Clubhaus sein? Naja, vielleicht bekommt ihr ja eure Schönheitsflecken, wenn ihr eure besondere Begabung beim Hausputz entdeckt. Von allem ganz viel, lieb und freundlich, zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine Little Pony, meine allerbeste Freunde sein. Danke. Wow, Appleblum. Hast du das alles gemacht? Ja, ich habe die Fensterläden repariert, die Splitter abgeschliffen und das Dach geflickt und gestrichen. Das ist obercool. Und was hat Sweetie Belle so gemacht? Weil wir der Schönheitsfleckenclub sind. Alle Mühen und Leiden. Da bist du ja, Sweetie Belle. Siehst du, ich hab dir gesagt, wir können sie finden, wenn wir ihrer fantastischen Stimme folgen. Was ist denn das für ein Lied, das du da singst? Oh, ich hab gerade versucht, mir einen Schönheitsflecken-Club-Song auszudenken. Cool! Lass hören! Ich hab aber bisher nur den Anfang. Aber okay. Flecken kommen dann, so sagt man uns, wenn die Zeit gekommen ist. Und du weißt, was zu tun ist, um zu klären, dass du wissen würdig bist. Wow, wie schön. Der Schönheitsfleckenclub hat sich in diesem Häuschen aber ein wunderschönes Plätzchen eingerichtet. Und was steht jetzt an? Also jetzt, wo wir ein richtiges Clubhaus haben. Und eine Landkarte von Ponyville. Und einen Schönheitsflecken-Clubsong. Ein Clubsong? Können wir in die Welt ziehen und unsere Begabung entdecken. Wir suchen uns ein Abenteuer. Und verdienen uns unsere Schönheitsflecken. Wir lassen keinen Stein auf dem anderen. Und wir werden jeden Berg besteigen. Und kein Essen ungekocht lassen. Und keine Socke ungetragen. Na, dann ist ja gut. Sieht aus, als hättet ihr einen Plan. Und ich lasse dann keinen Apfel ungepflückt. Bis später also. Sind wir bereit, uns unsere Schönheitsflecken zu verdienen? Ja, bereit!
habe nichts damit zu tun. Was ist denn hier passiert? Ein Bibliotheksschönheitsfleck bekommen wir garantiert nicht. Ha, da kann ich nur beipflichten. Was denn? Mädels, ich glaube, ihr packt das irgendwie falsch an. Ihr versucht euch immer wieder an Dingen, in denen ihr euch nicht auskennt. Probiert doch mal was, das euch richtig Spaß macht. Und ich wüsste auch schon, wo ihr anfangen könnt. Die große Show der Talente. Wo euch alle sehen können. Tretet in der großen Ponyville Talentshow auf. Es gibt verschiedene Preise zu gewinnen. Für die beste Schauspielszene, die beste Comedy-Show, den besten Zaubertrick. Bestimmt ist für euch auch was dabei. So können wir wirklich unsere Begabung am besten entdecken. Jonglieren. Schauspielen. Oder zaubern. Vielleicht auch tanzen. Auf einem Seil balancieren. Tiger dressieren. Hey, ihr kleinen Ponys, ihr versteht nicht, worum es geht. Überlegt doch mal, welche Dinge ihr jetzt schon sehr gerne macht und was ihr jetzt auch schon gut könnt. Na klar, bekommen wir schon hin. Ja, das können wir. Egal, was wir bei der Show zeigen, wir werden als der Schönheitsfleckenclub auftreten. Du weißt genau, dass du meine Stoffe nicht anfassen sollst. Gib sie mir sofort zurück. Aber die Stoffe sind für die Talente-Show. Nicht böse dein Schwesterchen. Wir bringen sie dir wieder zurück. Danke, das ist wirklich nett. Wir bringen ihn ganz bald wieder zurück. Wofür ist der Ventilator? Vertrau mir, Äppelblum. Okay, wir haben 6 Holzbohlen, mehrere Spanplatten, eine Schachtel Nägel, 4 Eimer Farbe und 4 Pinsel. Fehlt noch was? Ja, eine genaue Bauanleitung für die 6 Holzbohlen, mehreren Spanplatten, einer Schachtel Nägel, 4 Eimer Farbe und 4 Pinsel. Geister, Gespenster und Kobolde? Meine Güte, Mädels, wofür braucht ihr denn so ein Buch? Wirst du schon sehen. Danke, Twilight. Wir geben es dir wieder, sobald wir fertig sind. Was haben die drei wohl vor? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich freuen oder Angst haben soll, es herauszufinden. Toll, dass wir zusammenarbeiten können. Find ich auch. Also was wollten wir uns ausdenken? Einen super mega abgefahrenen Song für die Talentshow natürlich. Stimmt. Von einer umwerfenden Kulisse und in hammermäßigen Kostümen. Und mit obercoolen Tanzeinlagen. Ich sag's euch, das wird absolut fantastisch. Sweetie Belle, ich finde, du solltest unbedingt singen. Was? Nein, ich singe auf keinen Fall vor einem Publikum. Twilight sagte, wir sollen machen, was wir gern tun. Und ich wäre gern wie meine große Schwester. Und die ist eine Modeschöpferin. Toll, dann kümmerst du dich um die Kostüme und die Kulisse. Aha. Hey, Scootaloo, du kannst doch so tolle Tricks mit deinem Skateroller. Du solltest die Choreografie übernehmen. Du weißt schon, wie wir zum Song tanzen. Nein, ich will eine richtig heiße Rockballade singen. Denk du dir doch unsere Tanzschritte aus, Äppelblum. Ich bin keine gute Tänzerin. Aber ich kann doch Kung Fu. Das ist auch eine Art von Tanz. Ist doch super. Na dann los, fangen wir an. Blödsinn, du musst den Kopf erst in der allerletzten Sekunde drehen. So, sieh her. Hast du gesehen? Es ist babyleicht. Du musst nur ein bisschen üben, das ist alles. Wow, das sah ja leicht aus. Danke. Okay, ich versuch's gleich nochmal. Alles klar. Immer schön weiter üben. Wir kämpfen den Kampf, gehen den Gang, sprechen Sprachen und fressen zum Frühstück sowas wie Stangensellerie. Oh, wieso fällt mir denn überhaupt nichts Gescheites ein? Wieso? Komm her, bleib hier! So ein doofer Stoff. Wie läuft's bei dir? Kommst du gut voran? Oh Mann, das klingt ernst. Mir fällt noch kein guter Text ein. Immer die richtigen Wörter zu finden, ist echt schwer. So schwer kann das alles doch gar nicht sein. Mit unseren Flecken rocken wir Equestria. Und mit unseren Mägen verdauen wir. Ist doch klar? Der Text ist, gut, aber
Wie wär's denn mit aller Kraft? Unerschrocken stets auf Trab. Auch ich will kämpfen, alles gebe ich, bis ich Schönheitsflecken hab. Wow, das war wirklich ganz toll. Und das ist dir einfach so eingefallen? Ja, könnte man sagen. Danke, ich notiere mir das nur mal schnell. Oh nein! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Oh. Oh. Autsch! Und, wie klappen die Drehungen? Ich glaube, wir belassen es besser bei ein paar Kung-Fu-Tritten. Du weißt aber schon, dass Ponys nur vier Beine haben. Oh. Ich werde nie so eine gute Modeschöpferin wie meine Schwester. Hey, aber das macht doch nichts. Benutz doch dafür die Puppe. Daran kannst du alle Teile schon so anordnen, wie du sie später haben willst. Ah, dazu ist sie also gedacht. Und vielleicht solltest du den Pinsel vorher reinigen, wenn du andere Farben benutzt. Oh, und ich habe mich schon gewundert, wieso alle Farben so braun aussehen. Und Elektrowerkzeug benutzt du wohl auch nicht. In wenigen Tagen ist die Talente-Show. Mal sehen, wie die drei vorankommen. Tut mir leid, Scooter Lou. Ist schon okay. Au! Ups! Tut mir leid, Scooter Lou. Autsch! Oh, mein Fehler, Sweetie Belle. Okay, dann noch mal den Refrain. Du meine Güte, mit sowas hätte ich echt nicht gerechnet. Ich finde, das klang schon ganz gut. Ich auch. Meint ihr, wir können's? Na, besser geht's doch nicht. Hey, hast du unsere Probe gesehen? Ja. Und? Wie waren wir? Sie ist sprachlos. Seht ihr, Mädels? Ich hab doch gesagt, egal was wir tun, die anderen werden sprachlos sein. Ja! Sprachlos trifft es schon richtig. Und jetzt werde ich bis drei zählen. Daraufhin wird das Häschen verschwinden und unter diesem Hut wird eine kleine süße Leckerei erscheinen. Eins und eine zwei und eine drei. Hey, wo sind sie denn? Snails, wo sind die? Möhren. Snails! Wie wär's mit einem kräftigen Applaus für unsere beiden Zauberer? Jetzt kommen wir zur nächsten Darbietung. Sunny Days und Peachy Pie tragen ihr Lieblingsgedicht vor und fahren dazu auf Rollerskates. Toi, toi, toi! Sweetie Belle, wieso sagst du das denn? Oh, du Dummerchen. Weißt du nicht, dass man im Theater denkt, dass es Pech bringt, wenn man sich Glück wünscht? Stattdessen sagt man toi, toi, toi. Meine kleinen Ponys. Na, wie fühlt ihr euch? Nervös. Keine Sorge. Ihr werdet bestimmt toll sein. Haltet euch einfach an das, was ihr könnt. Ich freue mich schon, dich singen zu hören, Sweetie Belle. Wieso denkt ihr eigentlich jedes Pony, dass ich singe? Wenn du es unbedingt wissen willst, Twilight, ich werde in der Show singen. Du? Und ich bin unsere Tänzerin. Hi-ja! Du? Und ich bin verantwortlich? Für die Kostüme? Ja, und die Requisiten. War doch klar. Wirklich, Mädels? Seid ihr euch sicher? Der Schönheitsfleckenclub ist als nächstes dran. Dann toi, toi, toi. Toi, toi, toi. viel Glück. Wir haben drei kleine Ponys. Sich nun vor euch aufgebaut. Und weil hier kein Mikrofon ist, sing ich das Clublied richtig laut. Als kleines Ponyfohlen muss man sich durchs Leben quälen. Schönheitsflecken fehlen. Also kämpfen wir mit aller Kraft.
ist alles nicht so leicht, wie es scheint. Manchmal weiß man's nicht genau. Manchmal fehlt uns das Talent. Oft ärgern wir uns grün und blau, weil wir da schön als Flecken tot sind. Suchen wir unsere Bestimmung hier. Wir durchstehen alle Mühen und Leiden, denn der schöne Flecken kommt. Gesagt, hatte ich erwartet, dass es besser läuft. Die lachen uns alle aus, ich kann's nicht fassen. So schlecht waren wir doch gar nicht. Zurück auf die Bühne, Mädchen, Zeit für die Preisverleihung. Wieder auf die Bühne? Nein, die lachen uns doch nur wieder aus. Ja, das brauchen wir echt nicht. Ach, Mädchen, seid keine Spielverderberin. Ihr habt euch so angestrengt, seid stolz auf euch. Jetzt kommt schon. Einen großen Applaus für alle, die bei der Show dabei waren. Unser erster Preis geht an Snips und Snapes für ihre Zaubershow. Hey, meine Sterne leuchten heller. Dafür sind meine aber größer. Kann ja sein, aber meine sind schwerer. Und unser zweiter Preis geht an Sunny und Peachy für ihre tolle Roller Skate Show. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen dritten Preis und der geht an... unsere Mädchen vom Schönheitsfleckenclub. Hä? Für die beste Comedy-Show. Könnt ihr das glauben, Mädels? Wir haben gewonnen. Wir haben hier ja auch was Tolles geboten. Und was wäre das Allerbeste? Wenn wir unsere Schönheitsflecken endlich kriegen würden. Herzlichen Glückwunsch, Ponys. Habt ihr gut gemacht. Danke, Twilight. Hey, ihr wirkt nicht besonders glücklich. Wir haben uns so viel Mühe gegeben und auch gewonnen. Aber einen Schönheitsfleck haben wir immer noch nicht. Und das war der Preis, den wir uns wirklich gewünscht hätten. Oh, Mädels. Aber ich glaube, wir wissen warum. Ja, wir wissen es. Oh, warum denn? Das würde ich dann aber auch gern der Prinzessin mitteilen. Naja, vielleicht haben wir es einfach zu sehr versucht. Ja? Und? Anstatt etwas zu tun, das in Wirklichkeit vielleicht gar nicht unsere Begabung ist... Ja, ja? Sollten wir endlich mal erkennen, was wir tatsächlich können. Und das ist... Comedy! Äppelblumen, ihr habt echt gewonnen. Habt ihr unsere Show gesehen? War das nicht lustig? Eines Tages. Irgendwann.